Was war denn dein erster Gedanke, als du heute hierher gekommen bist? Ich dachte, dass ich ein Reel drehen muss für das Gentleman's Weekend, was im Juni ist. Dann hieß es, wir gehen in einen anderen Raum, um da zu drehen. Das ist nicht besser, also von Florian ins Büro. Und dann wurde ich überrascht. Ja. Was war dein Gedanke, als du da reingeguckt hast und dass sich ganz viele Menschen vor dir standen? Also ich war auf jeden Fall erstmal geschockt, weil ich hatte in dem Moment gar nicht damit gerechnet, dass auch so viele Leute da waren, und war erstmal ein bisschen wie eingefroren, und dann habe ich mich gefreut und war auch erleichtert. Wenn du die Femme des Jahres Trophäe überreicht bekommst, was machst du dann? Die Trophäe kommt auf jeden Fall auf mein Regal, wo ich sie immer sehe, direkt in der Mitte. Zähl mal bitte drei Highlights auf aus dem letzten halben Jahr, seit du Playmate zu sehen. Mein erstes Highlight war auf jeden Fall meine Riesen-Playmate-Vorstellung. Die war echt einzigartig. Dann hatte ich noch die Ehre, bei Angermeier und Hofbräu beim Einzug mitzufahren. Das war wirklich Wahnsinn. Und natürlich die Shootings. Also die Shootings, gerade das Wiesn-Playmate-Shooting, das war schon echt besonders. Ja. Was möchtest du den Lesern und Leserinnen sagen, die für dich abgestimmt haben? Ich möchte mich bei allen Lesern bedanken, die wirklich täglich für mich abgestimmt haben. Und ohne euch wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Und